Wann ist ein guter Zeitpunkt, um mit dem Business rund um die Kurzzeitvermietung und Airbnb zu starten? Mag das jetzt sein oder ist das vielleicht gerade keine gute Idee? Dazu möchte ich dir eine Vorstellung mit diesem Video geben und lass uns reinstarten. Und damit willkommen zurück hier bei B&B Pro Hosting, dem Kanal auf YouTube, wo es rund um das Business mit Airbnb und Co. eine ganze Menge zu erfahren gibt. Und ich bin Hendrik von B&B Pro Hosting. Ich bringe Gastgebern bei, wie sie überhaupt erstmal Gastgeber werden können, aber auch wie sie ihr Business weiter professionalisieren und skalieren können. Und regelmäßig werde ich auch in meinem Online-Kurs von Teilnehmern gefragt, Hendrik, ist gerade eigentlich ein guter Moment, um mit diesem Business zu starten? Und dazu möchte ich dir in diesem Video ein paar Einblicke und Gedankengänge geben, wie ich sie momentan habe. Zum Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, ist es April 2021. Das heißt, wir haben noch Beherbergungsverbote, die aktiv sind in Deutschland. Ja, die Pandemie ist noch in vollem Gange und jeder fragt sich, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Lass uns mal ein Jahr zurückschauen. 2020, als das Ganze seinen Lauf nahm. Ja, März 2020, ich stand auf einmal da mit langem Gesicht, denn mein Kalender war komplett leer. Ja, alle Buchungen wurden storniert. Wäre das ein guter Zeitpunkt gewesen, um mit diesem Business zu starten? Man kann drüber streiten. Aber durch ein paar Maßnahmen und in einem der letzten Videos zum Thema Platzhalter habe ich dir auch schon erklärt, welche Maßnahmen das waren, habe ich es geschafft, meinen Kalender in kurzer Zeit wieder aufzufüllen. Und dann habe ich mir überlegt, wie sieht das wohl gerade aus in typischen Airbnb-Märkten? Ja, die typischen Metropolen in Europa, wo man immer wieder liest, da gibt es so viele Airbnbs und das funktioniert da so gut. Und habe mich aufgemacht und bei Facebook geschaut, was ist denn eigentlich in Prag los? Was ist in Budapest los? Ja, da gibt es einschlägige Immobiliengruppen, da suchst du zum Beispiel mal nach Prag Real Estate auf Facebook und findest entsprechende Facebook-Gruppen. Und tatsächlich, ganz vielen Gastgebern ging es natürlich nicht so gut. Und da kam ein Post nach dem anderen, wo man Wohnungen mieten konnte oder wo Wohnungen zur Miete angeboten wurden. Und an den Fotos konnte man schon erkennen, das sind Airbnb-Wohnungen. Ja, weil keine reguläre Wohnung ist so eingerichtet und auf Fotos schon so schön hergerichtet, ja, mit Handtüchern auf dem Bett und all sowas. Und ich habe angefangen, diese User zu kontaktieren und eben gesagt, hey, ich bin Hendrik von Bright und wir machen das und das in Deutschland und wir wollen die Möglichkeit gerade nutzen, auch in Prag einzusteigen. Und innerhalb weniger Tage hätte ich die Möglichkeit gehabt, in Summe über 4 verschiedene Menschen 15 Apartments in Prag zu übernehmen. Entschieden habe ich mich dann für die beiden, die ich heute habe, und die sind in Bestlage in Prag. Und nochmal, ich habe die über Facebook-Gruppen gefunden. Von der Couch aus, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht ein einziges Mal persönlich in Prag, und habe es geschafft, die Wohnung zu finden, eine Online-Besichtigung zu machen, den Mietvertrag zu zeichnen und sogar dort eine Festangestellte zu übernehmen. Für diese beiden Wohnungen in 1A-Lage in der Prager Altstadt. Zurück zum Thema, ist der richtige Zeitpunkt, um mit Airbnb zu starten, gerade jetzt mitten in der Pandemie? Ganz ehrlich, in einer normalen Marktsituation hätte ich nicht eine Chance gehabt, von der Couch aus 2 1A-Immobilien in der Prager Altstadt zu akquirieren. Und natürlich wusste ich, das wird jetzt nicht von Anfang an super profitabel sein. Aber ich habe die Gelegenheit genutzt und bin dort jetzt perfekt positioniert. Und dann, auch 2020, kam der Sommer. Und vielleicht erinnerst du dich noch so ein bisschen an die Schlagzeilen. Heimaturlaub, Urlaub in Deutschland. Ja, die Ferienwohnungen sind voll, die Hotels sind voll. Die Orte sind überlaufen. Hey, und das ist auch das, was uns in diesem Sommer erwarten wird. Schon jetzt ist ja in der politischen Diskussion gewesen, dass Einrichtungen, Übernachtungsangebote, wo man sich selber versorgen kann, also zum Beispiel ein Wohnmobil, aber eben auch Ferienwohnungen, wieder geöffnet werden dürfen oder geöffnet werden sollen. Beim ersten Mal ist es ja noch nicht durchgegangen, um eben den Menschen Inlandsurlaub zu ermöglichen, bevor sie irgendwo auf die Balearen fliegen oder was auch immer tun. So, was heißt das? Ich glaube persönlich,
dass es diesen Sommer wieder einen wahren Run auf Ferienwohnungen und Apartments geben wird. Schon jetzt schätzen gerade die geschäftlichen Gäste natürlich, dass die Apartments viel Platz haben, dass man wenig fremde Menschen dort trifft, dass man eine Küche hat, sich selber versorgen kann und, und. Und diese Vorteile werden auch im Sommer wieder die Leute zum Buchen von Ferienwohnungen animieren. Und viel Nachfrage trifft dann auf kleineres Angebot, weil, so leid es mir tut, nicht jeder Gastgeber wird diese Zeit überstanden haben. Das heißt, viel Nachfrage, kleineres Angebot macht am Ende höhere Preise. Und für mich ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, mit diesem Business zu starten. Weil wenn du heute dich entscheidest, dass du loslegst, dann musst du erstmal ein Objekt finden, den Vertrag zeichnen. Dann muss der Mietvertrag vielleicht erstmal das Laufen beginnen, dann musst du einrichten. Bis du das alles gemacht hast und bis du deinen ersten Gast begrüßen kannst, bist du just in time für den Hype, der da vielleicht kommen mag. Das sind so meine Ideen oder meine Gedanken zu der Frage, ist gerade der richtige Zeitpunkt, um loszulegen? Und ich bin natürlich super daran interessiert, was du denkst, wie es auch mit der Branche weitergeht. Ist gerade für dich der richtige Zeitpunkt oder was hält dich davon ab? Das heißt, schreib mir doch unter dieses Video in die Kommentare, was deine Gedankengänge dazu sind. Und wenn du schon dabei bist, lass für das Video vielleicht einen Daumen hoch, ein Like da und abonniere den Kanal. Denn beides hilft mir hier auf YouTube, diesen Kanal weiter nach vorne zu bringen und dir mehr Videos wie dieses hier zu präsentieren. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Bis bald hier bei B&B Pro Hosting. Cheers!